Cannibals aus Landshut. Leider geil. Stehen im Finale. Leider geil. Gegen Rosenheim. Leider geil. Und das Ganze auch bezahlbar? Leider nein. So war es zumindest vielfach auf der Facebook-Seite der Landshut Cannibals zu lesen. Viele Cannibals-Anhänger machten dort am Dienstag ihrem Ärger Luft. Der Auslöser, die aus ihrer Sicht zu hohen Eintrittspreise fürs Finale. Innerhalb von wenigen Stunden mehrere hundert Einträge. Eine Welle der Empörung. Zur Erklärung, im Viertelfinale hatte ein Stehplatz für Erwachsene noch 14 Euro gekostet. Im Finale sollten Steher jetzt fast das Doppelte, also 26 Euro bezahlen. Wir haben die Fans beim Kartenvorverkauf am Eisstadion befragt, ob dieser Ärger gerechtfertigt ist. Das ist schon klar, in der heutigen Zeit ist das natürlich alles nicht mehr so einfach, gell? Aber man wird sehen, am Freitag, das Stadion ist brechend voll und die Karten, die werden wirklich wie warm ist im Wind. Also die Preise, die werden zahlt, das ist einfach so. Ja, ein bisschen daher vielleicht schon, aber ich darf trotzdem noch herfahren, weil mir ist es wert, dass ich herfahre. Unverschämt daher, sau daher. Wie es der Zufall so will, läuft uns dann der neue Gesellschafter der Cannibals, Rainer Beck, über den Weg. Was meint er zur Preisdebatte? Was immer das kostet momentan, die Mannschaft hat einiges verdient und das soll halt honoriert werden. Und ich kann es mir nur vorstellen, dass halt ein paar Leute dabei sind, denen es zu teuer ist. Aber das wird ja immer so sein. Die Eintrittspreise gehören zum Aufgabengebiet von LES-Geschäftsführer Bernd Drunschka. Er wollte sich vor unserer Kamera zu den Diskussionen nicht äußern, ließ aber verlauten, dass die Cannibals immer Anregungen offen gegenüberstehen. Bei den 26 Euro für einen Stehplatz sei er wohl übers Ziel hinausgeschossen, sah er ein. Und so korrigierte er die Stehplatzkarte für Erwachsene prompt auf 22 Euro. Ich verstehe das schon, dass sie ein bisschen mehr brauchen, aber andererseits verscheicht man halt da die ganzen Fans dann. Also ist das schon ein guter Kompromiss, jetzt, dass sie da so mitten gefunden haben. Ganz anders in Rosenheim. Die liegen mit ihren 16 Euro Stehplatzpreis ganze 6 Euro unter den Landshutern. Endlose Warteschlangen an den Vorverkaufsstellen am Mittwoch lassen vermuten, dass die Fans hier mit den heimischen Eintrittspreisen kein Problem haben. Aber es gibt für alles gute Gründe. Rosenheim hat zum Beispiel in den bisherigen Playoff-Spielen insgesamt 23.000 Zuschauer begrüßen dürfen. Zum Vergleich, in Landshut waren es nur 10.000. Die Rosenheimer brauchten aber auch in Viertel- und Halbfinale 4 Spiele mehr als die Landshuter, um weiterzukommen und hatten damit eben 2 Heimspiele mehr. Für mich als Eishockey-Fan finde ich es unverantwortlich, dass man jetzt auch gerade so die Finalspiele so erhöht. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich muss sagen, Gott sei Dank sind wir in Rosenheim und da ist zwar auch moderat einigermaßen erhöht worden, aber es geht noch. Ich fahre zwar nicht auswärts, aber wenn man das liest, finde ich eine Frechheit für die Leute, die das ganze Jahr hingingen und müssten auf einmal bedeutend mehr zahlen. Es sind viele Schüler oder junge Leute, die einfach hinfahren und die das Geld nicht haben. Mein Vater hat jetzt eine Sitzplatzkarte, aber wenn er wusste, was das kostet, bei uns hat die wir besorgt, dann war er auch nicht aufgefahren, weil 40 Euro ist eine Frechheit. Schade, dass vor dem Finale so wenig übers Sportliche gesprochen wird. Den Landshut Cannibals wäre zu wünschen, dass diese Preisdebatte keinen Einfluss auf die Zuschauerbeteiligung habe, so Oberkannibale Jirschi Ehrenberger. Die Spiele gegen Rosenheim in der Meisterschaftsrunde und auch dieses Pokalspiel war eine super Kulisse und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Und gut, diese Preispolitik und so, ich sage, das ist echt nicht mein Bier. Ne? Vollkommen richtig. Und damit ist die Debatte auch beendet. Sportlich gesehen stehen die Zeichen nämlich sehr gut für die Landshut Cannibals. In der Hauptrunde und im Pokal konnte man schließlich insgesamt 5-mal gegen den Lokalrivalen aus Rosenheim gewinnen. Daher wohl auch der Respekt auf Seiten des gegnerischen Trainers. Landshut hat alle Vorteile, die haben weniger Spiele gehabt, die sind ausgeruhter, die haben 5-mal gegen uns gewonnen. Lassen wir es dabei. Schauen wir mal, was in der Playoff passiert. Da ist wieder alles ganz anders. Fest steht, dieses Playoff-Finale wird ein absoluter Kracher. Und ich traue mich wetten, nahezu egal bei welchem Eintrittspreis, das Landshuter Eisstadion wird voll sein. Und das finden wir leider geil.